Was geht ab, meine lieben Freunde, neue Uni und herzlich willkommen zu einer neuen Reaction auf diesem Kanal. Ja, Freunde, ich bin ja zurzeit die Weekend League Qualifier, alles mögliche am Streamen, auch viel FIFA. Bin gerade ein bisschen abgefuckt, weil ich FIFA gezockt habe, da passiert einfach so viel Schrott zurzeit, das ist unfassbar, das sind auch keine Ausreden, ihr habt mein Real Talk Video gesehen. Ja, deshalb versuche ich jetzt ein bisschen abzureagieren und wollte mal gemeinsam mit euch hier wieder ein paar neue Videos anschauen. Und zwar werden wir uns heute von dem Kanal Wissenswert, worauf wir uns schon, ja, paar Mal ein paar Mal reagiert haben, Mann. Junge, bei mir ist komplett alles Ballerballer im Kopf. So leben die reichsten deutschen Rapper privat. Und da sieht man Shireen David auf dem Thumbnail, was ich irgendwie absolut nicht verstehen kann. Sie ist Rap-Newcomerin und soll die Reichste sein? Macht für mich gar keinen Sinn. Irgendwie. So zum Beispiel Bushido und so, die sind ja schon seit langem dabei und haben auch Kohle ohne Ende gemacht. Aber Shireen David, die ist doch gar nicht so lange am Start und die soll zu den Reichsten gehören? Keine Ahnung. Ja, wir schauen uns das Video an. Es hat auf jeden Fall ein paar Dislikes, aber ja. Hat ja nichts zu bedeuten, Leute. Denkt dran, Creator-Code viel Fortnite 7. Ich küsse euren Nacken. Let's go. Kultur, die junge Menschen heutzutage stärker beeinflusst als Hip-Hop. Und vor allem Deutschrap ist deshalb seit wenigen Jahren populärer. Start der nochmal Quali. Deutschrapper sind die gefragtesten Musiker der Nation, die präsentesten Persönlichkeiten in den sozialen Medien und daher auch für viele Menschen ein Vorbild, eine Inspiration oder zumindest interessante Influencer. Dabei prahlen sie mit teurer Kleidung und direkt schnellen uns Autos, hier. Mit ihrem gefährlichen und oft halbkriminellen Lebensstilen und natürlich mit ihrem Geld. Daher wollen wir ja, in diesem Video aufdecken, was wirklich im Leben der bekanntesten deutschen Rapper vorgeht. Wir zeigen euch, wie die bekanntesten und reichsten deutschen Rapper privat leben, womit sie abseits vom Rap ihre Zeit verbringen und wie reich sie wirklich sind. Deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns bei der Gelegenheit doch mal in die Kommentare, welcher Deutschrapper euer persönlicher Favorit ist. Wir sind gespannt. Beginnen wir diese Liste mit Sido. Sido gehört seit inzwischen fast 20 Jahren zum Deutschrap wie kaum ein zweiter und hat insofern einen absoluten Legendenstatus. Kein Wunder, dass viele Quellen sein Vermögen inzwischen auf weit über 10 Millionen Euro schätzen. Boah. Schließlich brachte er schon zahlreiche Alben raus, ja, von denen alle Goldstatus erreichten. Ich und meine Maske, Alter, der war, das war krank. Nummer 1 der Albumcharts schafften und Platin bekam. Außerdem spielte er in einigen Filmen mit, unter anderem Blutsbrüders, und war auch schon in der ein oder anderen Castingshow als Juror vertreten. Aber wie lebt der Rapper eigentlich privat und was treibt er abseits des Rap-Games und seines Promi-Lebens? Interessanterweise lebt Sido mit bürgerlichem Namen Paul Würdig trotz seines öffentlichen Gangster-Rapper-Images privat sehr spießig. Sein Hauptwohnsitz ist eine moderne Villa mit Garten und Whirlpool in Hohenneuendorf, einer Kleinstadt mit ca. 25.000 Einwohnern, die am nördlichen Stadtrand von Berlin liegt. Dort wohnt er zusammen mit seiner Ehefrau Charlotte Würdig, die vielen wahrscheinlich als Moderatorin aus dem deutschen Privatfernsehen ein Begriff ist. Mit seiner Frau hat er außerdem zwei Söhne, einer 3 Jahre alt und einer 6 Jahre alt. Auch wenn sie ihren Alltag in Berlin bestreiten, geht aus ihren Social-Media-Profilen hervor, dass sie regelmäßig gemeinsame Reisen und Trips machen und das in ganz verschiedene Länder wie Griechenland, Norwegen, Jamaika und die USA. Auf ihrem YouTube-Channel Mein Loft, der inzwischen inaktiv ist, gewährte Charlotte Würdig außerdem intimere Einblicke in ihr Leben mit dem Rapper. Dort veröffentlichte sie Videos, die zeigen, dass das Paar einen ganz gewöhnlichen Alltag zu leben scheint. Fernsehgucken auf der Couch, rumhängen im Bett und gemeinsame Familienausflüge. Abseits vom Rap- und Familienleben hat Sido übrigens noch weitere geschäftliche Aktivitäten am Laufen, mit denen er seine Zeit füllt. So eröffnete er im Jahr 2010 sein erstes Tattoo-Studio in Berlin. Nein. 2015 folgte sein zweites Tattoo-Studio und eine Bar in München. Darüber hinaus gründete er das Label Goldzweig und ist somit auch als Produzent tätig und brachte mit Burkhard Westerhoff seinen eigenen Wodka auf den Markt. Als nächstes. Ich wusste gar nicht, dass Sido einen eigenen Wodka hat. Aber seine Villa war schon krank. Habt ihr die gesehen? Die war ja mal richtig krank. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass der einiges an Geld zusammengespart hat. Ich bin mal gespannt, ob die auch so Vermögen von Kapital und so jetzt sagen. Das würde mich auch mal mega interessieren, weil der Typ rasiert ja momentan alles, was Klicks und so angeht. Und hat auch schon so viel Kohle gemacht, da bin ich mal gespannt. Jetzt kommen wir zu Kapital Bra. Spätestens seit Anfang 2018 und seinem Erfolgsalbum Berlin lebt, ist Kapital Bra aus Deutschrap nicht mehr weg. Ah, Sanji Ramadei. Wir können jeden Tag Wunder erleben, Gefahren erkennen und abwenden. Zu denken.
Inzwischen ist er einer der deutschen Rapper mit den meisten Nummer 1 Platzierungen, brachte sogar schon eine Kollabo mit dem Pop-Titan Dieter Bohlen raus und gilt als der in Deutschland am meisten gestreamte Interpret aller Zeiten. Durch diesen musikalischen Erfolg kam Capital Bra inzwischen auch zu gehörigem Reichtum. Die genauesten Schätzungen seines Vermögens belaufen sich auf ca. 5,5 Millionen Euro. Alter, 5,5 Millionen Euro und das gerade mal so in diesen anderthalb, zwei Jahren. Alter, das ist ja mal sowas von krank. Genau wie Sido lebt Capital Bra von diesem Geld mit seinen zwei Söhnen zusammen. Diese Söhne sind Zwillinge, deren Mutter öffentlich nicht bekannt ist. Die Immobilie, in der die drei leben, ist eine luxuriöse 2-Etagen-Maisonettenwohnung im Zentrum Berlins. Die Penthouse-Wohnung ist ausgestattet mit einer gigantischen Luxusküche, Ankleidezimmer und großzügigen Dachterrassen. Ein Teil seines Vermögens hat Capital Bra außerdem in Autos investiert. So besitzt er einen AMG sowie einen Audi RS6 mit 300 PS, eine weitere S-Klasse mit einer seltenen rot-schwarzen Lackierung und weitere Autos, die auf einen Wert von 500.000 Euro kommen. Ja, aber was bringt das denn? Also klar, ist geil, solche Autos zu haben, keine Frage, aber der Typ hat das ja gerade so formuliert, als wäre es eine Wertanlage. So, sobald du ein Auto holst und einen Schlüssel reinsteckst und anmachst, ist das schon gefühlt um 50.000 billiger gesunken, wisst ihr, wie ich meine? So klar, Autos, ein geiles Auto kann man sich holen, aber ich finde, manche übertreiben immer mit 4, 5, 6 Autos. Ja, nehme ich heute den Porsche oder nehme ich heute den Lamborghini oder nehme ich heute das oder das? So maximal 2 Autos würde ich verstehen. So einen gechillteren Wagen, so geländewagenmäßig für weite Fahrten, einen geilen Sportwagen. Aber ja, manche, die Menschen sind gierig, ist einfach so, Mann. Die kriegen nicht genug davon, deshalb holen sich immer mehr, 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 mehr. Ist einfach so. Na? Dummerweise wurde Capital Bra im Mai diesen Jahres allerdings bei einer extremen Geschwindigkeitsüberschreitung im Straßenverkehr erwischt, die zur Folge hatte, dass Capital seinen Führerschein vorübergehend abgeben musste. Derzeit helfen ihm daher viele seiner Freunde als Chauffeure aus. Nach eigenen Aussagen hat er sogar das ein oder andere Mal schon E-Scooter verwendet, um von A nach B zu kommen. Neben seiner Wohnung und seinen Autos besitzt Capital Bra natürlich auch jede Menge teure Kleidung und teuren Schmuck. So zeigte er in einer Instagram-Story seinen begehbaren Kleiderschrank, der gefüllt war mit Designerkleidung, Markenaccessoires, Alter, und Luxusschmuck. Gucci, Givenchy. An dritter Stelle kommen wir jetzt zu dem selbst. Oh, Kolle! Ihr ahnt es. Was geht ab, Kolle? Also, da bin ich mal jetzt auch gespannt, Leute. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, ey. JPG Gaming, was geht ab? Schon zu Kollega. Kollega mit bürgerlichem Namen Felix Blume hat lange Zeit Deutschrap mit seinen eloquenten Texten, seinen unverwechselbaren Double Times, Legende, Alter, Legende, als Boss und Motivationsguru dominiert. Nicht nur durch seine Rap-Fähigkeiten, sondern auch durch seinen Erfolg, der über Deutschrap hinausging, hat sich Kollega somit einen Namen in der Szene gemacht. Abseits des Rap-Geschäfts ist er außerdem allseits bekannt für sein Fitnessprogramm Boss Transformation, welches er in den letzten Jahren erfolgreich online vermarktete, und sein Label Alpha Music Empire, womit Kollega zahlreiche Nummer 1 Platten rausbrachte. Außerdem ließ Kollega in mehreren Texten anklingen, dass er auch in Immobilien investiert und weitere Einkommensströme hat. Aufgrund all dieser geschäftlichen Aktivitäten wird sein Privatvermögen von vielen Quellen auf um die 15 Millionen Euro geschätzt. Von diesem Geld lebt Kollega inzwischen in... Ja, also ich kann euch sagen, das ist... Es ist mehr. Es ist, glaube ich, mehr. Ja, ja. Müsste noch mehr sein. Habt ihr euch verschätzt, wissen Sie, Herr Tischer. Herr Kolle, Alter, so ein genialer Typ, also so schlau, was der da alles gemacht hat, in was für Kategorien der investiert hat und so, dieses ganze Programm mit Bostrafo, alles mögliche, das ist schon krass. Der hat das sinnvoll gemacht. Das ist so einer, gibt dem eine Million, der macht daraus 10, und nicht so einer, den gibt dem eine Million und der hat nach einem Jahr 0. Ne? Der setzt das alles schlau ein, definitiv. Ich habe den ja auch schon oft, sage ich mal, getroffen und mit dem gequatscht und so, man merkt, er ist ein schlaues Kerlchen auf jeden Fall. Einem großzügigen Anwesen. In einigen Instagram-Posts und YouTube-Videos lieferte er in der Vergangenheit dabei Einblicke in den gigantischen Garten seiner Villa und in deren prunkvolle Innenausstattung mit edlem Mobiliar, Antiquitäten und Kunstwerken zur Dekoration. Ganz nebenbei zeigt sich Kollega immer wieder auf Luxusreisen, zum Beispiel auf einer Yacht in den Gewässern von Dubai oder auch in einer großzügigen Ferienvilla mitten in der Savanne. Auch Kollega fährt eine S-Klasse und weitere Wagen, sagte aber auch schon in Interviews aus, dass Autos für ihn eher sekundär sind und er sich nicht so viel aus seinem fahrbaren Untersatz mache. Da lege er schon mehr Wert auf sein Haus und seine Einrichtung. Darüber hinaus gab Kollega im Outro seines letzten Albums unterschwellig zu verstehen, dass er seit über 7 Jahren in einer Beziehung ist. Die Identität seiner mysteriösen Freundin hat er aber immer geheim gehalten, um wenigstens einen letzten Rest Privatsphäre zu haben.
Im Übrigen scheint privat für Kollega gerade eine Zeit des Umbruchs zu sein. Nachdem er dieses Jahr den YouTube-Kanal Felix Blume gründete, um sich dort als Person des öffentlichen Lebens und als Motivationsguru zu präsentieren, überschlugen sich bei ihm die Ereignisse. Mitunter kam es zu einem skurrilen YouTube-Video, nachdem viele Fans den Verdacht äußerten, dass Kollega private oder psychische Probleme habe. Vor kurzem zog Kollega dann schließlich die Konsequenz. Er löschte alle Videos auf seinem Kanal Alpha Music Empire, darunter millionenfach geklickte Musikvideos, außerdem löschte er seine Instagram-Beiträge und die Videos von seinem Kanal Felix Blume. Auf Instagram verkündete er dann in seinem inzwischen einzigen Post, dass er sich Zeit für sich nehmen will. Außerdem sagte er, dass er von engen Vertrauten verraten wurde, sagte aber nicht von wem. Spätestens im Oktober wird die Funkstille von Kollega aber wahrscheinlich brechen, wenn er auf seine Monument-Tour geht. Als nächstes kommt... Ja, also ist auch so, ich habe ja mitbekommen, im privaten Umfeld, da ist viel passiert und sowas und da sind jetzt viele neue Leute wieder am Start und so, das wird alles umgekrempelt und so, von seiner Shisha-Bar, die hier in Düsseldorf ist, alles mögliche, komplettes Umfeld wird quasi geändert. So, und ich denke mal, das hat er auf jeden Fall auch gebraucht. Das hat man ihm auch angesehen. So, ich hatte ja auch mit dem dann in letzter Zeit sehr wenig zu tun gehabt, weil er sich zurückgezogen hat und so. Ey, wer ist das? Ich schwör auf alles. Wer ist das? Ist das Shirin David? Digga, wenn das Shirin David ist, ich verstehe es nicht. Kurzer Real Talk hier. Ich habe nichts dagegen, wenn Menschen, zum Beispiel, die haben hier, keine Ahnung, ihre Lippe sieht so aus oder keine Ahnung so und die wollen das wegoperieren, weil sie so geboren wurden. Okay, kann ich verstehen. Aber ich check halt, ich persönlich, das ist meine Meinung, Menschen nicht, die sich nicht so akzeptieren, wie sie auf die Welt gekommen sind. So, klar, paar Sachen kann man ändern, so zum Beispiel, keine Ahnung, aber jetzt so Sachen wie sich die Lippen aufspritzen lassen oder die Nase korrigieren oder dicke Titten machen, so, keine Ahnung, bin ich nicht der Fan von, Digga. Einfach natürlich sein und das ist das Beste. Kommen wir zur aktuell wahrscheinlich gefragtesten deutschen... Bruder, das ist echt Shirin David, ne? Guck mal, wie die früher aussah, Digga. Man, die erkennt man doch nicht mehr wieder, oder? Sag mal ehrlich, man erkennt die nicht mehr wieder. Klar, Respekt und so mit ihrer Musik und alles, was sie geschafft hat, aber warum dieses Umoperieren? Sie war auch so ein hübsches Mädchen, ey. Rapperin. Willst du mir sagen, die ist nicht hübsch, die ist hübsch? Und damit selbstverständlich zu Shirin David. Die ehemalige YouTuberin hat dieses Jahr mit ihrem Debütalbum gezeigt, dass Frauen längst... Guck mal, ja, Arsch überall, ich find's ekelhaft, das ist nicht mein Fall sowas. ...nicht mehr nur Randerscheinungen im Deutschrap sind, sondern den Männern inzwischen auch, was Verkaufszahlen und Chartplatzierungen angeht, echte Konkurrenz machen. Da ihre Karriere noch relativ jung ist, kann Shirin vermögenstechnisch allerdings noch nicht mit den bisher genannten Rappern mithalten. Ihr Privatvermögen wird auf ca. 2 Millionen Euro geschätzt. Ironischerweise ist darüber hinaus nicht viel über ihr Privatleben öffentlich. Bekannt ist, dass sie in Köln lebt. Dort wohnte sie bis vor einem Jahr mit der YouTuberin Melina Sophie in einer WG, entschied sich seit dem Beginn ihrer Rap-Karriere dennoch wieder in einer eigenen Wohnung zu leben. Wie die meisten Rapper fährt auch Shirin David darüber hinaus S-Klasse. Und zwar sowohl eine in Weiß als auch eine in Schwarz. Bis vor einigen Jahren war Shirin David außerdem mit dem YouTube-Star Christos Manazidis zusammen. Seit der Trennung von ihrem Freund äußerte sich die Rapperin allerdings... Guckt euch das bitte... Ey, ich hoffe, ein paar von euch können mich nachvollziehen. Wenn ja, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Guckt euch das mal an, bitte hier. Diese Farben auch hier ist voll auf einmal dunkelbraun, dann wieder hier heller... zugeschminkt wie sonst was, Zähne hell wie bei Firmino, wenn er lacht, wenn die Sonne aufgeht. Das ist mir persönlich viel zu viel. Äußerte sich die Rapperin allerdings nicht mehr in der Öffentlichkeit über ihr Liebesleben. Als letztes kommen wir zu Bones Oho, MC. Bones. Zusammen mit Jizzes und Maxwell gehört Bones MC zu den berühmtesten Mitgliedern der 187 Straßenbande. Abgesehen von 187 ist Bones aber auch solo und vor allem im Duo mit Raff Camora äußerst erfolgreich, ja, Mann, und Bones ging somit und Raff insgesamt schon mehrfach Platin. Nicht das Verschiedene kleine Magazine Risiko. Schätzen das Vermögen von Bones daher schon auf eine niedrige achtstellige Summe. So zeigte er in einem Instagram-Post vor einiger Zeit sogar seinen Kontostand, der damals 1,5 Millionen Euro betrug und natürlich noch nicht alle anderen Besitztümer von Bones beinhaltete. Alter. Was Tiere lieben. Alter, 1,5 Millionen einfach mal so kurz. Das ist echt krank, was er mit Musik erreichen kann. Großteil, ne, seines Vermögens hat Bones nämlich in Immobilien. So kaufte er seiner Tochter und der Mutter seiner Tochter, von der er inzwischen getrennt ist, vor einigen Jahren eine Luxuswohnung in Hamburg-Altona für 1,1 Millionen Euro.
Außerdem erwarb er ein Apartment in Berlin und kaufte seiner Schwester eine weitere Wohnung in Hamburg. Ehrenmann, Ehrenmann. Er selbst zeigte allerdings in einer Instagram-Story von Mai diesen Jahres, dass er sehr bescheiden wohnt. Seine eigene Bude ist ein Zwei-Zimmer-Apartment mit kleinem Bad und Balkon und schlichter Einrichtung. Und das nicht mal in einem noblen Viertel. Allerdings ist dies noch nicht alles. In seinem Song Karneval mit Raf Camora rappte er, dass er vor kurzem ein Haus für sage und schreibe 4 Millionen Euro erworben hat. Allerdings scheint auch diese Immobilie nicht von ihm selbst bewohnt zu werden. Über die Immobilien hinaus hat auch Bones Interesse an Autos. Darunter ein Mercedes S63 AMG, viele weitere Sportwagen, sogar ein Smart und ein Golfkart. Aktuell ist Bones übrigens scheinbar vergeben, allerdings ist nicht bekannt an wen, und das obwohl er sich erst im Juni diesen Jahres vor Gericht mit seiner Ex-Freundin auseinandersetzte, die ihn wegen häuslicher Gewalt angeklagt hat. Übrigens ist Bones auch wegen Drogen schon mal in Konflikt mit der Justiz gekommen. Diese scheinen also ein Bestandteil seines Privatlebens zu sein, was allerdings nicht überrascht. Zu guter Letzt hat Bones neben seiner Crew und seiner anonymen Freundin noch einen weiteren treuen Weggefährten. Und zwar seinen Terrier, von dem er immer mal wieder Bilder bei Instagram postet. Ich hab bald auch einen Hund. Das Privatleben der deutschen Rapper. Ich hab bald auch einen Hund, Freunde. Da freue ich mich abnormal drauf. Ja, war auf jeden Fall ein cooles Video. Viele interessante Sachen mit dabei. Aber ja, wie gesagt, schreibt mir mal eure Meinung zu diesen ganzen Themen, die ich angesprochen habe, in die Kommentare rein. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Denkt dran, support the Creator Code, viel Fortnite 7. Kuss geht raus auf euren Nacken. Und wir hören uns auf jeden Fall die Tage bei weiteren Videos, Freunde, und Livestreams natürlich. Haut rein und tschüss!